Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Libretta. Also auf der rechten Seite hatten wir uns jetzt schon umgeschaut. Hier gibt es so ein Safe und hier gab es so ein Gerät, um Bücher zu revitalisieren, was auch immer das bedeuten mag. Auf jeden Fall schauen wir uns hier mal noch um. Oh, man sieht ja richtig, wie sie ein Buch daraus nimmt. Lucy. Es gab einmal einen Jungen, der war total verliebt in eine Dämonenfrau namens Lucy. Lucy, wie man erwarten könnte, hatte aber kein Interesse an diesem Jungen und hat ihn deswegen immer zurückgewiesen. Wenn der Junge andere bezüglich Lucy befragte, fand er heraus, dass Lucy einst ein Engel gewesen war. Aber leider genoss sie es zu sehr böse zu sein. Tatsächlich fand sie es sogar ganz außerordentlich toll, das Herz des Jungen zu zerstören. Aber dem Jungen war das egal. Er gab sich ihr hin und ließ zu, dass er gefoltert wurde. Lucy lachte darüber nur. Sie hatte nicht vor, ihm das zu geben, was er wollte. Frustriert und besiegt, sagte der Junge letztendlich, dass er tun würde, was sie am meisten hasste, zu leben. Huh? Was ist? Oh, ein starker Schmerz durchbohrte die Brust des Jungen und er fiel auf den Boden. Lucy grinste. Tja, warum hast du das nicht gesagt? Was? Oh mein Gott, ich bin gestorben. Voll krass. Ich hätte das Buch rechtzeitig schließen müssen, oder? Ich guck mal, was passiert, wenn ich das Buch rechtzeitig schließe. Vielleicht muss uns das ja gelingen, um was auch immer auszulösen. Aber jetzt muss ich mal kurz gucken, an welcher Stelle wir das dann schließen müssen. Sie wollte ihm das nicht geben? Ich glaube hier, oder? Ich glaube, es hat sich dadurch aber nichts verändert. Das war ja gemein. Oh, da ist eine Mauer. Okay, die Seiten dieses Buches sind leer. Aber hier ist ein Blatt mit Richtungsanweisungen. Das X stellt den Start... Oh Gott, sind das viele. Dreimal links, einmal hoch. Boah, das kann doch nicht sein, oder? Das sind wirklich sehr viele. Ah, okay, du tust es in dein Inventar. Hm. Okay, und dann kann ich mir das hier jederzeit anschauen. Okay, das ist aber ganz cool gemacht, ne? So, was haben wir denn hier? Nur ein einzelnes grünes Buch. Okay, auf dem Cover ist ein unterstrichenes A. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Zwischen Glauben und Nicht-Glauben gibt es nicht nur einfach ein Wort des Unterschiedes. Da ist eine ganze Welt dazwischen. Wie, das war's? Ach so, das war's. Oh! Die Menschen haben immer vorausgesehen, dass große Desaster über unsere Welt hineinbrechen werden oder hereinbrechen werden. Ja, und es gab viele Desaster, also viele Unglücke. Aber in der Zeit hat sich die Welt trotzdem weitergedreht. Aber nun habe ich meine eigene Voraussage. Oh, denn spät in diesem Jahre, 2025, wird ein letztes Unglück alles zerstören. Ein Unglück, das man nicht verhindern kann. Eines, dessen Zerstörungswut nicht vermieden werden kann. Hey, Libra, ich weiß, das ist eine seltsame Frage, aber weißt du überhaupt, welches Jahr ist? Ja, ich weiß, es ist nur irgendwie, meine Erinnerungen sind total verschwommen. Ja, also da drin steht eigentlich, dass 2025 ist. Hä, bist du dir sicher? Hm. Naja, ich schätze, dann war das wohl vor kurzem. Das ist aber gruselig. Ich meine, dieser Ort macht mir sowieso total Angst. 2025, ich hoffe, das war kein Fehler, dass ich das jetzt ihr so gesagt habe. Dieses Buch kann man gar nicht früher schließen. Oh, 2025. Mann, dieses Buch scheint ziemlich wichtig zu sein. Aber du kannst da nicht reinschreiben mit dem Stift, richtig?
Ich will das nur mal in den Raum werfen, aber was sagst du nochmal, welches Jahr haben wir? Ah, tatsächlich, man kann das nochmal sagen. Das hat hier irgendeine Bedeutung, das Jahr. Ich gebe mal das Jahr ein, was wir wirklich haben. Oh, 215, ja, sehr schlau. 2015. Oh, diesmal hat sie gar nichts dazu gesagt. Irgendwas muss da noch sein. Irgendwas ist damit noch. Okay. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was wir noch machen können hier. Ah, wie lange es ungefähr arbeitet? 100 Jahre. Ah. Und das X markiert den Ort. Das ist versperrt. Oh nein, Antivirus, hör endlich auf. Immer nervt mich das. Das ist voll fies. Okay. Dann lasst uns mal überlegen. Wir gehen mal noch mal kurz raus. Wo ist denn alles hin? Sekunde mal. Ich werde auf jeden Fall, ich schwöre es, sofort wieder zurück sein. Was macht sie jetzt? Okay, gut. Das ist immer noch da. Tja, wenn wir uns mal nach dieser seltsamen Logik richten, die an diesem Ort existiert. Vielleicht ist dieser Raum so etwas wie ein Zufluchtsort. Und die Außenwelt ist total zerstört worden wegen dieses Desasters, wegen dieses Unglücks, von dem das Buch redete. Ich weiß nicht, das ergibt so viel Sinn wie alles andere, aber ja, eigentlich gar keinen. Jedenfalls, es gibt hier draußen nichts. Lass uns schauen, was wir in dem Raum finden können. Gibt's hier wirklich nichts? Oh nee, ich will nicht aus dem Bild gehen. Ich trau mich nicht. Aber vielleicht muss ich das. Das muss was zu tun haben mit dem Jahr, das wir da eingegeben haben. Aber ja, was muss man hier jetzt machen? Und das war ja jetzt krass, ne? Ein einzelnes grünes Buch. Da ist ein A. Wofür könnte das stehen? Zwischen Belief und No Belief. No Belief. Belief. Eine ganze Welt dazwischen. Wie könnten das gemeint sein? Ich überlege nur, ob das Teil eines Rätsels ist. Okay, aber die Seiten sind immer noch leer, wie zuvor. Da hat sich nichts verändert. Und was ist hier? Hier war die Geschichte von Lucy. Ah, sie war ein Engel. Was kann denn das bedeuten? Fest versperrt. Keine Ahnung, wie man es öffnen könnte. Das ist ja alles verwirrend. Ah. Okay, wartet mal. Wir sind im Jahre 2025. Dann lasst uns doch mal das Jahr 2125 eingeben. Und vielleicht ist dann der Book Revitalizer fertig. 2125. Wenn dieses Buch sagt, dass im Jahre 2025 ein großes Unglück geschieht, welches Jahr haben wir dann jetzt? Ich probiere es einfach mal. Okay, schauen wir mal, was der Book Revitalizer dazu sagt. Ah! Okay, dieses Buch sieht total abgewetzt aus. Alles leer. Verdammt. War das etwa in dem Safe? Ich dachte, das, was da drin wäre, wäre nützlich. Aber so ja nun nicht wirklich, ne? Ich schätze, wir könnten es aber trotzdem mitnehmen. Vielleicht könnten wir es jetzt hier reintun. Es scheint, einst stand hier drin etwas geschrieben, aber nun ist es fortgeblasen. Oder fort halt. Und es ist ein leerer Display zu sehen. Keine Anleitung, hä? Huh? Ich frage mich, wozu das Teil ist. Ich frage mich, ob ich da drin ein Schläfchen halten könnte. Aber ich bezweifle, dass mich das weniger hungrig machen würde. Während Kelly mit sich selbst redet, legst du das alte blaue Buch hinein. Oh,
Okay. Ich denke, wenn du denkst, dass das so funktioniert. Also besser als nichts, oder? Gucken wir mal. Okay, die Schrift auf dem Gerät ist sehr abgenutzt. Aber trotzdem funktioniert das Display noch. Processing. 100 Jahre RAM. Müssen wir jetzt 100 Jahre in die Zukunft reisen? Wahrscheinlich, oder? Also jetzt in das Jahr 2225. Voll krass. 2225. Okay. Oh. 2225. Das wären jetzt 100 Jahre, die jetzt vergangen wären. Mal schauen, ob das funktioniert hat. Ja, cool. Das Buch wurde revitalisiert. Lesen macht Spaß. Ist das alles, was da steht? Nein. Okay, das ist jetzt ein Buch. Schauen wir mal. Fuzzy. Ah, Chapter 4. Trotzdem sie sich weigerte, wurde sie gezwungen, sie zu tragen. Und als sie sie aufhatte, war gar nichts mehr verschwommen. Nichts, was in der Ferne lag und nichts, was nah war. Die Dinge, die weit fort waren, wurden viel klarer, als sie es sich jemals hätte vorstellen können. Dass sie sich jemals hätte wünschen wollen. Sie war sich nicht sicher, aber selbst sie selbst schien irgendwie weniger verschwommen zu sein. Puh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so richtig verstanden habe, wie oder wieso das funktioniert hat. Aber da haben wir ja ganz schön für arbeiten müssen. Aber es hat was gebracht, so. Ja, okay, aber nach der ganzen Mühe, die wir uns gemacht haben für dieses Buch, was ist jetzt so besonders daran? Ich meine, Kapitel 4? Die meisten Bücher hier scheinen mir ziemlich direkt zur Sache zu kommen, aber ist dieses hier etwa Teil einer größeren Geschichte? Was denkst du? Ich denke, ja. Hä? Du sagst, du hast vorher schon andere Kapitel gefunden? Mensch, das ist aber echt ganz schöner Papierverbrauch, ein Buch für jeweils ein Kapitel herzustellen. Ja, das stimmt. Denkst du, es wird ihr besser ergehen? Was meinst du? Also ich meine, dem Mädchen in dem Buch. Ich weiß, es ist bescheuert, sich Sorgen zu machen um einen fiktionalen Charakter, vor allem nicht in dieser Situation. Aber irgendwie fühle ich mit ihr, weißt du? Naja, ich schätze, dann müssen wir wohl die anderen Kapitel finden. Wobei ich am liebsten einfach nur hier raus wollen würde. Wirklich. Ehrlich gesagt, weißt du was? Ich glaube, ich werde dich einladen, sobald wir einen Weg hinausgefunden haben. Ich glaube, das habe ich dir niemals erzählt, aber ich bin professionelle Köchin. Oh, jetzt sorge ich nur dafür, dass ich noch mehr Hunger kriege. Naja, immerhin ist das ein Ansporn, richtig? So gesehen, ja. Ach so, ja, das ist ja nur das. Das kann man auch nicht früher schließen, oder? Ah doch, das könnte man schon früher schließen, aber ich glaube, hier bringt das nicht wirklich was. Die Frage ist, entweder ist hier die Wand weg, okay. Aber was ist, wenn wir jetzt hier runtergehen? Ist da immer noch Leere oder ist da jetzt was? Nee, ist Leere. Okay, ich will hier dann auch gar nicht lang. Finde ich gruselig. So, jetzt kommen wir aber hier lang. Super. Vorsicht, ist das zum Speichern? Ja, Gott sei Dank. LRRH? Gehe nicht vom Weg ab, sagte ihre Mutter. Oder du wirst von den Wölfen gefressen. Sie tat, was ihr befohlen wurde. Und trotzdem traf sie viele Wölfe auf ihrem Weg. Als sie beim Haus ihrer Großmutter war, fand sie heraus, dass sie ein Wolf war. Sie floh zurück nach Hause und fand heraus, dass auch ihre Mutter ein Wolf ist. Sie wurde den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Na super. Und was haben wir hier? Schritte. Manche sagen, man solle den Schritten folgen von jenen, die zuvor da waren. Einfach nur, weil sie zuvor da waren. Aber manche bemerken, was mit denen geschehen ist, die vorher da waren. Hä? Ich speichere mal lieber. Oh, meine Güte, das hat mich jetzt verwirrt. Soll ich jetzt den Fußspuren folgen oder nicht? Ach, ich kann das nicht richtig lesen.
Wartet mal. Okay, down three. Eigentlich muss ich mir nur das erste merken. 3, 1, 3, 6. Okay. 4, 1. Okay. 6 nach links, dann 3 nach unten. Okay. 4. Oh, und dann 13. Okay. Oh Gott. Oh nein, ich erkenn's nicht. Ich glaube 2. Oh nein. Scheiße. Ich hab keine Ahnung. Verdammt. Okay, nochmal. Wir müssen uns die letzten also noch aufschreiben. Wartet, das schreibe ich mir kurz auf. Also die da unten rechts sind dann noch down 1, right 7, down 1, right 3. Okay, und hier oben ist, ich schreibe es mir lieber auf, left 3, up 1, left 3, up 6. Okay, diesmal kriegen wir es hin, keine Sorge. Verdammt, hätte ich mir auch fast denken können, dass sowas kommt. Okay, also. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt muss ich gucken. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2. Quatsch. Jetzt kommt. Rechts 7. Okay. Oh, jetzt weiß ich nicht. Soll ich wirklich dahin oder. Oder nach oben? Wisst ihr, so von wegen. Folge nicht dem Weg, den der vorher beschritten hat. Dann wäre ich nämlich jetzt hier, ne? Und hier ist nichts. Der Weg ist noch. Oder geht das noch länger? Oh nein. Es geht nicht länger. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Verdammt. Was muss man hier machen? 3, 4, 5. 6, 7. Ah, okay. Wir haben eine Brille mit einem roten Rahmen. Ah, das ist die Brille, mit der sie jetzt wahrscheinlich alles klar sehen wird. Oder auch nicht. Wir gehen mal hoch. Hä? Jetzt sind wir wieder hier? Das finde ich nicht lustig. Aber haben wir jetzt die Brille oder was? Die scheinen leicht zu glänzen. LRRH. Aber es hat sich überhaupt nichts verändert. Was kann ich denn jetzt mit der Brille? Oh, oder? Draußen ist jetzt doch nicht mehr nur Schwärze. Oh. Aber was passiert, wenn ich jetzt... Oh, jetzt kann ich einfach so durchlaufen. Wie cool. Aber wieso kann ich jetzt laufen? Was hat sich denn verändert effektiv? Und hier, was haben wir da? Nichts. Es ist einfach Blut. Und was ist, wenn ich... Dann komme ich schon wieder hier raus. Ich werde noch verrückt. Okay, was ist denn, wenn wir jetzt hier rausgehen? Nein, jetzt ist sie ja schon wieder weg. Unsere Freundin. Kelly ist schon wieder weg. Das gibt's doch einfach nicht. Wieso haut sie immer ab? Meine Güte. Kelly, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Wo ist denn die jetzt hin? Wo ist denn die jetzt hin? Ist hier ein Weg? Nee. Ja, irgendwo muss sie ja sein. Ich weiß schon wieder nicht, wo wir sie verloren haben. Immer verlieren wir sie irgendwo. Ist hier irgendwo... Das gibt's doch einfach nicht.
Wir waren hier, ne? Wartet mal kurz. Was ist denn, wenn wir jetzt noch eins, zwei, drei? Dann wären wir hier. Aber hier ist nichts. Und hier kann ich auch nicht lang. Das gibt's doch nicht. Ah! Was will das Spiel von uns? Schritte. Hm, okay, das haben wir gelesen. Das habe ich eben auch schon nochmal gelesen. Und das hier? Weil jetzt ist ja Kelly nicht da, um zu sagen, aber wenn das da so steht... Ah, okay. Mit der Brille kannst du jetzt noch mehr lesen. Aber vielleicht gibt es Hoffnung. Vielleicht mit einem Glauben, der stark genug ist. Dann wird morgen die Sonne wieder aufgehen. Aha, und jetzt können wir wahrscheinlich raus. Aha, okay. Was nicht bedeutet, dass Kelly wieder da wäre. Die ist immer noch verschwunden. Oh nein, das sind die Dogs und Cats. Dogs und Cats. Die kennen wir ja schon ganz gut, ne? Ach so, wir können es ja sowieso wieder schließen. Habe ich ganz vergessen. Und das hier? Ach ja, genau. Das, was wir verändert haben. Das war richtig cool. So, meine Liebe. Wo bist du denn schon wieder hin, Kelly? Immer muss ich dich suchen. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es jetzt in manchen Büchern ja auch neue Infos, die vorher nicht zu lesen waren. Weil jetzt haben wir ja die Brille. Irgendwo muss sie doch hin sein. Hier ist der Baum immer noch. Ich gehe mal fast davon aus, dass wir sie erstmal finden müssen, bevor es weitergeht. Die Frage ist, wo ist sie hin? Wo bist du hin? Ah, wartet mal mit der Brille. Vielleicht sehen wir jetzt was in dem Raum, wo sie vorher nicht reingehen wollte, weil sie nicht genug erkannt hat. Das wäre möglich. Tatsächlich, jetzt mit der Brille sieht sie was. Es ist aber dunkel. Na gut, ihr Lieben, an der Stelle mache ich erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Libretta wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.